Heute soll es um was ganz Besonderes gehen. Und zwar habt ihr es oben in der Beschreibung vielleicht schon gelesen. Wir basteln heute zusammen einen Dori. Und zwar, ich wollte das schon immer selber mal ausprobieren, wie das so ist. Ich habe auch schon mal Probe gebastelt, damit ich weiß, wie das Ganze läuft. Ich zeige euch das Ganze weitestgehend im Schnelldurchlauf, wenn ich selber quasi mache. Ich sage euch aber zwischendrin immer, was ich da jetzt als nächstes mache. Also das mag ich jetzt nicht reinschreiben, sondern da sage ich euch noch was dazu. Wir basteln heute einen A5-Dori aus Filz. Und zwar, dazu braucht ihr einmal Bastelfilz. Ich habe jetzt Bastelfilz bestellt bei eBay. Die so eine Platte, ich habe da verschiedene Farben bestellt. Wir nehmen jetzt einfach mal schwarz. Eine so eine Filzmatte ist 30 x 45 cm groß und ist ungefähr 3 mm stark. Das ist recht robust, das Material. Also es ist nicht zu dünn, es knickt nicht sehr schnell, was ich sehr, sehr angenehm finde. Man sieht, es glänzt ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm. Dann braucht ihr eine Schere. Eine ganz normale Haushaltsschere, Bastelschere, was auch immer. Dann habe ich mir einen Stift zum Markern genommen. Ich hoffe, das funktioniert mit diesem weißen. Ich habe es mit schwarz probiert, aber schwarz sieht man natürlich nicht. Dann braucht ihr eine Lochzange. Das ist eine von Chibo. Dann habe ich in einem Set dazu gekauft so einen eine Nietenzange. Und dazu im gleichen Set gab es diese Nieten quasi, also diese Lochverstärkungsringe, wie auch immer. Da sind verschiedene Farben drin, Roségold, Gold und Silber. Mal gucken, was dann da am besten dazu passt. Also die braucht ihr noch. Und ich habe mir noch hingelegt eine kleine Schere. Und ganz wichtig ist noch irgendwie ein Gummi, mit dem ihr den Dori dann zumacht. Da habe ich mir auch verschiedene Farben bestellt, da weiß ich jetzt noch nicht, welche Farbe ich genau nehme. Ich habe hier noch ein dunkles Blau, ein helleres Blau, dieses Rot und irgendwo da fliegt noch ein helles Blau rum. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, welchen ich dazu benutze. Mal gucken, das entscheide ich dann ganz spontan. So, gut, da fliegt noch ein Rest rum. Ich habe ja schon mal vorgebastelt. Dann fangen wir mal an. Und zwar für einen A5-Dori, das muss ich gucken, auf welcher Seite der Aufkleber ist, den machen wir mal weg. Für einen A5-Dori braucht ihr, ach so, irgendwas zum Messen braucht ihr auch noch. Ich benutze hier ein ganz normales Metermaß. Damit kann man es ganz gut anzeichnen und man muss ja jetzt nicht unbedingt 1800 Linien hier irgendwie ziehen. Ich hoffe, das funktioniert mit der Belichtung. Und, oh Gott, durch das Schwarz ist das hier, ja, wird es interessant werden, das Video. Aber gucken wir mal, wie es wird. Also, für einen A5-Dori braucht ihr 37 x 23 cm. Wir fangen mit dem kleineren Maß nach oben hin an. Dafür habe ich mir jetzt einfach mein Maßband auf 23 cm eingestellt. Das lege ich jetzt hier einfach an die Kante an und dann hoffen wir, dass der Stift funktioniert auf dem Filz. Also 23 an Marker hinmachen. Muss ja keine dicke Linie sein. Das reicht, wenn das ein bisschen erkennbar ist. So, dann rücken wir ein Stück weiter, machen den nächsten Marker. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt den Marker seht, also diese Linie, die ich mir gezogen habe. Das ist aber auch nicht tragisch, wenn nicht. Hauptsächlich seht es bei eurem eigenen. Ja, dann 37 cm. Das ist eine ganze Menge. Aber da muss ja auch gut Platz rundherum sein. Und zwar schauen wir mal. Also einmal hier. Damit weiß ich nämlich hier oben schon, wo ich ansetzen muss. Seht ihr das noch? Ja, seid noch im Bild. Sehr gut. 37 hier. Machen wir zwischendrin nochmal ein. 37 und ganz unten auch nochmal ein. So. Und dann nehme ich ein ganz normales Geodreieck. Ich habe bei einigen schon gesehen, die haben da ein ganz langes Lineal. Sowas habe ich nicht, deswegen arbeite ich mit einem ganz ordinären Geodreieck.
Ich glaube, das ist dann auch für die interessant, die jetzt nicht so megamäßige Bastelutensilien zu Hause haben. Wird das Ganze ausgeschnitten mit der ganz normalen Schere. Und zwar schneide ich so, dass ich nicht genau auf der Linie schneide, sondern ganz klein wenig versetzt nach innen, damit der weiße Strich nicht mehr da ist. Den Rest könnt ihr weglegen, den brauchen wir nicht mehr. So, und jetzt haben wir das hier, kann ich euch wieder ein Stückchen näher holen. Und durch das Schwarz belichtet die Kamera voll über. Das ist echt krass. Gut, dann, also ich habe ganz gut geschnitten. Da ist nichts Weißes mehr übrig geblieben oder so. So, und das ist ein A5 Dori. Das heißt, wir brauchen entsprechend große Hefte. Ich habe da von HEMA mir mal welche gekauft. Die sind etwas breiter als A5. Deswegen ist das nicht A5 Maß. Das war völlig falsch. Wobei, das ist nicht tragisch. Wenn es ein bisschen breiter ist, könnt ihr das immer noch zuschneiden, wenn euch das zu breit ist. Also 37 bei normal A5 würde wahrscheinlich vorne ein bisschen überlappen. Das ist aber nicht weiter tragisch. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze ja abschneiden. Also hier dann noch ein Stück wegschneiden. Deswegen war die Angabe, die Maßangabe zum Anfang falsch. Das sind keine 37 cm, das ist natürlich weniger. Das Heft von HEMA hat das Maß 16,5. Und normalerweise hat A5 21 mal 14,8 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Das heißt, das sind 2 cm mehr. Für normal A5 müssten das dann 35 mal 23 cm sein, der Filz. So, nur mal richtig gestellt. So, also, dann müssen wir anmarkern, wo wir die Löcher stanzen müssen. Und zwar lege ich mir dann einfach den Dori da mal, nicht den Dori, ich lege mir das Heft rein, was ich benutzen möchte zum Schreiben innen. Und dann klappe ich das einfach entweder den Filz mal rüber und schaue, ob das passt. Das ist okay. Oder man merkt sich das ungefähr und legt das Heft mal ungefähr rum und schaut, wie viel dann davon übrig ist. Das kann mal ein bisschen hin, mal ein bisschen her, also da müsst ihr euch ja jetzt nicht festlegen. Es kann ruhig ein bisschen krumm sein auch mal, das ist nicht tragisch. Ihr könnt es aber auch einfach so machen, dass ihr da ungefähr wisst, wo. So, und ich marke mir das mal an. Mit einem kleinen Punkt. So. Also das ist das, wo ich da jetzt jeweils mit meiner Lochzange durchgehe, um oben und unten dann die Gummis durchzuziehen. So, dafür nehme ich meine Lochschere, meine Lochzange und setze das einfach mal da an. Die Größe von den Löchern, die ihr benutzen möchtet, ich lege das mal kurz zur Seite, das ist ja Wahnsinn. Also die Löcher, die ihr benutzen möchtet für die Gummis, das ist euch selbst überlassen. Ich habe mir jetzt einfach was rausgesucht, wo ich denke, das passt ganz gut. Und das Ganze stampft sich da jetzt einfach mal durch.
Jetzt tun mir die Hände weh, weil das jetzt doch ein bisschen ein sehr arger Kampf war, aber es ist drin und von beiden Seiten ist es richtig rum. Das war jetzt noch ein bisschen meine Sorge, dass ich es doch falsch rum habe. Und jetzt kommt es auch schon zum Gummis einfädeln. Und zwar, jetzt ist die große Preisfrage, welcher Gummi passt am besten? Passt der hellblaue, der dunkelblaue, rot oder der dunkelblaue? Der hellblaue, der blaue, der dunkelblaue oder der rote. Warum habe ich so viele Blautöne? Ist ja furchtbar. So. Holen wir mal den noch raus, damit das nicht so blendet. Und ich finde eigentlich, der dunkelblaue macht sich da drauf richtig gut. Die anderen sind fast ein bisschen zu knallig. Deswegen nehmen wir jetzt einfach den dunkelblauen. Beide gleich elastisch, also das passt jetzt soweit es geht. Ich lasse das jetzt für den Moment erstmal noch dran. Ich schneide das nachher ab. Was ich jetzt mache, ist, ich hefte mir das hier einmal rein. Das Heft lege ich mir rein. Dann mache ich das ganze Ding zu und nehme mir den Gummi, mit dem ich das zumachen will. Ich benutze jetzt genau die gleiche Farbe wie für die anderen zwei Gummis auch. Leg mir das hier einmal, entweder ich fädel es durch oder ich lege es einfach nur an. Und dann wickele ich den einmal da drum, damit ich ungefähr weiß, wie lang der Gummi sein muss, werden muss, wie auch immer, damit ich den gut verschließen kann. Das mein selbstgemachter Koridori. So, so schaut das ganze Ding jetzt aus. Also wir haben hier oben eine Öse und da unten eine. Wir haben zwei Hauptgummis, die da durchgefädelt sind. Wir haben den Verschlussgummi hinten durchgeführt durch die Mitte. Und wir haben die Möglichkeit für den Anfang ohne Ersatzgummis zwei Hefte einzuheften. Die Nippel hier in der Mitte schneide ich ein Stück kürzer, lasse aber immer noch ein bisschen Spiel, damit das nicht hier durchrutscht oder so, sondern ich lasse das ein bisschen länger, aber nicht so lang, wie es im Moment ist. Das finde ich einfach hässlich. Also das Ganze hat jetzt ungefähr die Länge. So. Und dann schneiden wir das hier auch noch ab. Machen die Krümel weg. Und schneiden hier hinten an dem Nippel das auch noch ab. So, dann ist das unser erster selbstgemachter Dori. Ich hole mir jetzt noch ein zweites Heft, hefte das dann direkt dazu. Wo ist die Mitte? So, hefte das jetzt hier mit dazu. Und dann habe ich einen wunderbaren selbstgemachten, jetzt muss ich gucken, dass ich es zukriege, selbstgemachten Dori. So schaut das Ganze dann aus. Ein schöner, schwarzer, ganz einfacher, selbstgemachter Dori. Ich zeige euch noch ganz rasch, bevor ich es vergesse, welche Doris ich mir vorhin noch gebastelt habe. Und zwar legen wir mal los mit dem allerersten, den ich probiert hatte. Und zwar war das der hier. Der erinnert mich wahnsinnig stark an den Domino, an den Filofax Domino. Mit einem hellblauen Gummi hier zum Verschließen und zwei hellblauen Hauptgummis.
Der ist mir ein bisschen missraten. Das war der allererste und zwar habe ich ein bisschen wenig Filz benutzt. Und diese Hefte, die sind ein bisschen zu breit für den gewesen. Und zwar habe ich jetzt hier vorne halt nichts mehr übrig und die sind so ziemlich am Rand. Ist jetzt nicht wahnsinnig tragisch, aber ja, also er funktioniert definitiv noch. Er ist ganz hübsch. Der hat da oben, das ist das nächste Ding gewesen. Man sieht es hier noch, ein bisschen schwarze Ränder sind übrig und ich wollte eigentlich erst zwei Ösen reinmachen. Hab dann da einen Punkt gesetzt noch und da einen Punkt noch gesetzt. Und habe dann aber festgestellt, dass das mit den zwei Ösen dann doch nicht hinhaut und habe dann nur eine Öse genommen und die zwei Gummis da durchgezogen. Er funktioniert so. Ich werde ihn für irgendwas schon verwenden, glaube ich. Ja. Und dann habe ich mir noch einen Burgunderroten gebastelt. Der sieht so toll aus mit diesen knallblauen, royalblauen Gummis. Auch zwei Hauptgummis und einen zum Verschließen und dieser kleine Charme dann da dran. Jetzt, wo die Winterzeit kommt, steht da drauf Happy Holiday. Finde ich sehr niedlich. Das ist so ein kleiner Schneemann, den erkennt man, glaube ich, nicht wirklich. Der hat auch hinten die Verschlussöse und halt oben unten, klar. Und ich finde ihn auch so toll. Das ist halt die Regular-Größe, ist deutlich kleiner als der A5, wie man sieht. Also schmaler auf jeden Fall. Und ich finde ihn richtig, richtig toll. Und wie man da oben in der Ecke schon sieht, das war nicht der einzige. Und zwar habe ich mir noch den hier gemacht in Himmelblau. So ein richtig, richtig tolles Blau. Mir gefällt der so, so gut. Und ich bin da auch sehr, sehr schwer verliebt in den. Mit dieser Zuckerstange hier. Und der hat rote Gummis. Also da hinten zwei Hauptgummis auch wieder und einen roten Verschlussgummi. Und die zwei in Regular Größe sind ganz, ganz große Liebe. Die sind mir auch deutlich besser gelungen, muss ich sagen. Und ja, die werde ich auch sehr, sehr gut hegen und pflegen, glaube ich. Jetzt kommen wir zu was, worauf ich mich sehr, sehr freue und worüber ich mich sehr, sehr freue. Und zwar könnt ihr den hier gewinnen. Den haben wir ja gerade noch zusammen gebastelt und ich freue mich da wahnsinnig drüber, denn ich möchte den gerne verlosen. Er ist mir auch ganz gut gelungen, wie ich finde. Und ja, den verlose ich mit zwei Heften, mit diesen zwei Hauptgummis und dem auch dunkelblauen Verschlussgummi. Und ja, also den könnt ihr gewinnen, wenn ihr mögt. Alles, was ihr dafür tun müsst, steht unten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr mitmachen mögt. Kommentiert auch fleißig, wie ihr dieses Tutorial fandet, ob ihr sowas vielleicht häufiger sehen wollt, sowas in der Art, wenn mir noch was zum Basteln einfällt. Und schreibt mir auch bitte unten in die Kommentare, was ihr gebastelt sehen wollt. Vielleicht kann ich das irgendwie umsetzen, wenn es möglich ist. Und ja, ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen. Ich freue mich wahnsinnig und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Mindestens genauso wie ihr auch. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche Dekoration. Die wird wahrscheinlich in den nächsten 2, 3 Tagen online kommen. Und ja, bis dann. Tschüss.